Polarlichter haben die Menschheit immer irgendwie fasziniert und sind auch heute noch geheimnisvoll. Doch die geisterhaften Lichtspiele am Himmel haben den Menschen früher vor allem Angst eingeflößt, denn die Auroren genannten Irrlichter galten als Vorboten für Unheil. Mittlerweile wissen wir, dass Polarlichter durch Sonnenwinde entstehen, aber wie entstehen sie genau? Wie kann man sie am besten beobachten und welche Gefahr geht von ihnen für uns Menschen aus? Und welches Geräusch machen sie? What? Jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Wir machen das mal als Faktenliste. Also die Top 5 Fakten über Polarlichter. Fakt 5. So entstehen Polarlichter. Ja, wenn die Sonne einen Sonnenwind voller energiegeladener Teilchen, Protonen, Elektronen und Heliumatome ausstößt, braucht so ein Sonnenwind rund 18 Stunden, um das Magnetfeld der Erde zu erreichen. Das wird auch Magnetosphäre genannt und hält die Teilchen davon ab, ganz an die Erdoberfläche zu kommen, weil sie vorher eben auf diese Magnetfeldlinien treffen. Diese sind in Richtung Norden ausgerichtet und hier wirkt dann die sogenannte Lorentzkraft, die die elektrisch geladenen Teilchen ablenkt und sie um die Magnetosphäre herumleitet zu den Polen. Die energiegeladenen Teilchen verbinden sich dann mit den erdeigenen Atomen und so entstehen die Polarlichter. Das alles findet in rund 100 Kilometern Höhe statt, also da, wo der Weltraum beginnt und deutlich über der Wolkendecke. Während eines Sonnensturms im Oktober 2003 betrug die Sonnenwindgeschwindigkeit übrigens, Achtung festhalten, 2000 Kilometer pro Sekunde. Fakt 4. Darum sind Polarlichter an den Polen zu beobachten. Das Magnetfeld der Erde ist ja nicht kreisrund, das haben wir in der Schule gelernt. Stattdessen hat es ja eine Apfelform mit Öffnungen oben und unten, durchzogen eben von Magnetfeldlinien. Und weil die Elektronen aufgrund ihrer Ladung vor allem von den Öffnungen der Magnetfeldlinien angezogen werden, werden sie zu den Polen gelenkt. Polarlichter sind übrigens an beiden Enden der Welt zu sehen und zwar zur selben Zeit. Wenn sich also der Himmel über Norwegen verfärbt, gibt es auch am Südpol Polarlichter. Entsprechend nennt man sie dann auch Nordlicht oder Südlicht. Um Polarlichter zu sehen, braucht es einen klaren und dunklen Himmel, denn sie entstehen eben in rund 100 Kilometern Höhe. Je weiter man sich von den Polen entfernt, umso seltener werden Polarlichter. In Deutschland sind sie nicht wirklich oft zu sehen, doch wenn sehr starke Sonnenstürme auftreten, dann gibt es sie auch bei uns so etwa 4 bis 8 Mal im Jahr. Fakt 3. So entstehen die verschiedenen Farben der Polarlichter. Vielleicht wisst ihr, dass die gewöhnlichen Farben von Polarlichtern blau, rot und grün sind, doch es gibt natürlich Mischfarben wie etwa weiß, gelb oder violett. Doch wie kommen die Polarlichter an die einzelnen Farben? Das hängt zum einen von der Höhe ab, in der das Ereignis stattfindet, aber auch von den unterschiedlichen Bestandteilen der Atmosphäre. Zwischen 150 und 600 Kilometern sorgen Stickstoffatome für rote und blaue Farben. In einer Höhe von 80 bis 150 Kilometern etwa, da ist es Sauerstoff, der grüne Polarlichter entstehen lässt. Fakt 2. So klingen Polarlichter. Erst im vergangenen Jahr hat ein Forschungsteam aus Finnland herausgefunden, welche Geräusche Polarlichter produzieren. Sie beschreiben es wie ein kurzes Klatschen bzw. eine Art Peitschenhieb. Das wird wohl vom Sonnenwind verursacht und zwar vorher war nicht mal klar, dass sie überhaupt ein Geräusch machen. Eine Bedingung dafür ist aber auch, dass eine bestimmte Wetterlage auf der Erde herrscht. Genannt wird sie Inversionswetterlage. Beispielsweise bei starkem Frost, dann ist es am Boden kälter als in den Luftschichten darüber. In 70 Metern Höhe etwa liegt die Trennschicht zwischen den warmen und den kalten Luftmassen. Also nur 70 Meter über dem Boden. Und genau hier sammeln sich all die geladenen Teilchen von der Erdoberfläche. Und wenn dann in ungefähr 100 Kilometern Höhe ein Polarlicht entsteht, wechselwirken diese elektrisch geladenen Teilchen mit den Ionen in der Luft. Die beteiligten Forscher fanden außerdem heraus, dass eine Art Entladung des magnetischen Feldes passiert, wenn die geladenen Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen. Etwa 0,2 Sekunden nach der Magnetfeldänderung hatte das Forschungsteam dieses Klatschen der Polarlichter aufnehmen können. Berechnet haben sie dann, dass die Geräuschquelle 70 bis 80 Meter über dem Boden liegen muss und das entspricht genau der sogenannten Inversionsschicht bei dieser Inversionswetterlage. Fakt 1. Polarlichter können fatale Folgen für uns haben. Ja, auch wenn es ein tolles Naturspektakel ist, es hat seine Schattenseiten, denn an den Polarregionen schützt das Erdmagnetfeld weniger. Manche Experten sagen, dass es bei aktuellen Sonneneruptionen sinnvoll sei, Verkehrsflugzeuge andere Routen fliegen zu lassen. Das machen sie auch. Außerdem können solche starken Spannungsfelder auch die Funktion von Forschungs- und Kommunikationssatelliten stören, indem sie die Messdaten oder Signale zur Erde stören. In der Alaska-Pipeline hatten Forschungsteams elektrische Ströme von einigen tausend Ampere gemessen, allein durch die Wirkung des Polarlichtes. Radio, Funk
und Satellitennavigation können ausfallen, genauso wie ganze Stromnetze. Der Schaden für die Wirtschaft und Infrastruktur ist jedes Mal enorm und beträgt Schätzungen zufolge 8 bis gut 40 Milliarden US-Dollar täglich, und zwar nur in den USA. Und solche Zwischenfälle hat es ja schon öfter gegeben. Wir haben hier ja schon darüber berichtet. Super Sonnenstürme gefährden die Erde. Den Link zum Video gibt's am Ende dieses Videos. Wenn ihr keine Videos zu den drohenden Gefahren durch Sonnenstürme und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video mehr. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Super Sonnenstürme treffen unausweichlich die Erde. Bis dann. Bleibt dran.